Hallo und herzlich willkommen zu KITV aktuell mit einer Sondermeldung aus der Demokratischen Volksrepublik Korea. Mein Name ist Chris Edelmeier. Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar unter dem Titel „Was beabsichtigen die Erfinder des Gerüchts über die atomare Zusammenarbeit?“ Im Kommentar hieß es: „Es gibt Kräfte, die absichtlich das absurde Gerücht verbreiten, dass die DVRK dem Iran bei der Herstellung der Kernwaffe helfe. Die Internationale Atomenergiebehörde, kurz IAEA, setzte kürzlich aufgehetzt durch die USA und den Westen das Gerücht über die atomare Zusammenarbeit zwischen der DVRK und dem Iran in Umlauf. Um diesem Gerücht Glaubwürdigkeit zu verleihen, verbreiten die feindlichen Kräfte völlig absurde Informationen. Sie verwenden die veralteten Daten, die schon früher durch die Weltöffentlichkeit abgelehnt wurden, und behaupten unbegründeterweise, dass hunderte nordkoreanische Techniker, die am Bau der Atomwaffe und Raketen teilgenommen hatten, wechselweise über Drittländer in den Iran gelangten und diesem Land technische Hilfe leisteten. In Bezug auf den Verdacht der atomaren Zusammenarbeit mit der DVRK, wovon der Westen lauthals redet, bestehen die iranischen Diplomaten darauf, dass der Iran alleine und aus eigener Kraft die Grundlagen der Atomtechnologie entwickelt habe und deshalb keine ausländischen Fachleute benötige. Und dass das Atomprogramm des Irans einzig und allein friedlichen Zwecken diene. Jedoch verbreiten die feindlichen Kräfte hartnäckig das Gerücht über die atomare Zusammenarbeit mit der DVRK. Dahinter steckt die schmutzige, verbrecherische Absicht, die DVRK in den Atomstreit mit dem Iran mit einzubeziehen, sie der Kernwaffenverbreitung zu beschuldigen und dadurch die internationalen Sanktionen gegen sie zu rechtfertigen und die Verhandlungsatmosphäre auf der koreanischen Halbinsel zu vergiften. Diese Machenschaften durch hinterlistige Verleumdungen und Intrigen, das internationale Ansehen der DVRK zu beeinträchtigen, können nur scheitern. Diese intriganten Zeitgenossen sollten mit dem dummen Trick sofort aufhören. Das war KITV aktuell mit einer Sondermeldung. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.